Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Und wir wollen uns jetzt in der sechsten Lektion anschauen, wie man Handlungsanweisungen gut strukturiert verstehen könnte. Wir haben hier ein Beispiel und es geht hier darum, ein Problem zu lösen. Ein Problem, über das wir in der Regel nur lächeln können, nämlich eine verschlossene Tür zu öffnen. Das ist ja recht einfach möglich, wenn wir hier einen Schlüssel haben. Und eine gut strukturierte Handlungsweise wäre wie hier zum Beispiel, dass hier alles schön gegliedert wäre, von A bis C, also Schlüssel nach rechts bis zum Anschlag drehen, mit C1, man sieht sogar den Verweis hier in die Abbildung hinein, dann die Türklinke, sollte nach unten gedrückt werden, das ist hier dieses zweite Objekt hier, und dann sollte die gedrückte Türklinke aufgezogen werden. Handlungsanweisungen müssen gut strukturiert sein, wenn man einfach sagt Tür öffnen und jemand versteht nicht, worum es hier geht, dann wird er sich schwer zurechtfinden. Und gut strukturierte Anweisungen sind entsprechend besser lesbar, vor allem wenn sie schriftlich vorhanden sind, sind besser verständlich und durchaus später leichter veränderbar. Also wenn ich zum Beispiel eine andere Tür dann hätte, könnte ich sie dann leicht anpassen. Es wird immer möglich sein, hier zum Beispiel eine Tür zu öffnen, aber ich könnte zum Beispiel einen Barcode dann, also einen Code eingeben und dergleichen mehr. Also Handlungsanweisungen sollten gut strukturiert sein, damit sie der Benutzer, der Mensch, besser verstehen kann. Und entsprechend, das gilt dann auch für den Computer. Je besser und gut strukturierte Computerprogramme geschrieben sind, umso besser können sie dann auch von Menschen verstanden werden. Und dieser kann sich dann durchaus dann auch leichter wieder verändern. Weil auch Computerprogramme müssen ab und zu verändert werden.